einen Ausgang finden. Projekt Eclipse aktivieren. Gut. Alles klar. Wir können auch nicht mehr raus. Ich denke mal, jetzt müssen wir hier an die Gerätschaften dran. Habe ich mir gedacht. Okay, an die auch? Nein, okay. Wir müssen nur daran. Alles klar. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. So, was müssen wir denn machen? Projekt Eclipse. Beleuchtung. Klanglandschaft. Betäubungsmittel. Okay, da stehen die Skizzen. Ich denke mal, wir sollen das Use the Settings. Ja, also so müssen wir das einmachen. Und dann Use Last. Okay, zuletzt den Knopf drücken. Alles klar. Ach so, Moment. Drücke. Okay. Ah, okay. Was ist das denn? Das ist Betäubungsmittel. Da müssen wir mehr machen. Ach so, das geht nicht. Mehr. Okay. Okay. Ich muss die Hallo hochmachen? Oh, das ist zu viel. Okay. Moment. Ach, aber das ist so viel. Das sind immer 5. Warte mal. Was ist denn, wenn ich das jetzt mal bewege? Ach, guck mal einer an. Guck mal einer an. Okay. Dann wird das nämlich weniger. Ah, okay. Ach, Gottchen. Was sind das für Geräusche hier? Fuck, Leute. Ja, viel Rumgemache hier. Es ist so richtig so... zum Ende hin... machen wir nochmal richtig viel Scheiß. Danke. So, jetzt ist aber das nicht richtig. Das ist natürlich Kacke. Diese 8 Dinger da. Das ist wirklich viel. Das ist auch sehr viel. Warte mal, und wenn ich die jetzt noch hoch mache? Dann ist es zu viel. Da oben ändert sich auch gar nichts mehr. Sind das nur die, wo sich das ändert? Irgendwie schon. Wer hat das denn so konzipiert? Das ist doch... Ach, Leute. Ja, ist ja gut. Da links steht's ja. Da links steht's ja. Ist ja in Ordnung. Es tut mir ja leid. Fuck. Okay, also, warte. Runter. Runter. Hoch. Und da auf 4. Und dann den unteren anpassen. Ja, aber ist doch richtig. Oder ist es andersrum? Oder ich muss das noch anpassen.
20. Padauz. Ja, es tut mir leid. Es ist, steht da links und ich habe jetzt hier lange rumgemacht. Es tut mir leid. Ich habe es nicht gesehen. Okay? Ich habe es nicht gesehen. So. Gut. Und dann use this. Okay, warte mal. Wenn die hoch sind und die runter. Jetzt weiß ich nicht. Muss ich nur den drücken? Okay, nein, ich muss die beiden drücken, ne? Mami? Bist du das? No, verdammt! What the hell is that thing? Okay, ich kann mich bewegen. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich werde es mir angucken. Sieht aus wie so ein Ei oder so. Oder ist das ein Riesenkopf? Kann ich raus jetzt? Okay, ich kann noch nicht raus. Also irgendwas muss ich anscheinend noch machen. Hm, okay. Alles klar. So, was muss ich machen? Aktivierungscode für Phase 2 von Projekt Eclipse eingeben. Okay, ich habe drei Nummern. Ich habe einmal die Meeting-Uhrzeit, ich habe die Uhrzeit und ich habe die Genesis hier. Dem. Das hier. 3:23. Also ich würde jetzt mal sagen, es ist 3:23. Was meint ihr? Oder? Ich würde sagen 3:23. Jetzt ist nur die Frage, wie mache ich das? Oder? Ich denke mal, es ist das, oder? Moment, stand da was noch drauf auf dem PC, bevor ich das jetzt drücke? Stand an dem PC noch irgendwas drin? Da stand da irgendwas mit irgendwie in irgendeiner Einstellung. Warte mal. Hier. Aber das ist Kyrano. Da geht es um die Kyrano. 3:12. Und das war's, ne? Hier haben wir nichts drin stehen, oder? Haben wir hier irgendwo was drin stehen? Haben wir irgendwo hier eine Nummer? Warte mal. Was war hier? Prüfsumme. Ja gut, das ist ja irgendwas anderes. Neigung, Satellit, Element. Also ich denke, es ist 3:23. Oder es ist das Board-Meeting, weil es ist ja hier offensichtlich so. Ich weiß nicht, welche Zahl es ist. Ist das wichtig, welche Zahl ich nehme? Aktivierungscode für Phase 2 von Projekt Eclipse eingeben. Phase 2. Hm. Ja, hier, das ist so wie so ein Post-it dran gemacht. Soll ich 5:12 machen? Das geht halt auch, ne? Es geht bis 6, oder? Es wird ja sonst nicht gehen, oder? Okay.
Entweder war das jetzt richtig? Oder wir haben einen ganz großen Fehler gemacht. Oh oh. Oh nein. Ich kann nichts tun. Was? Wo sind wir hier? Okay, ich gehe einfach mal durch die Tür. Our family therapist's office. Erworbenes Wissen. My parents took me here when I started having night terrors. I understand that some might consider my behavior obsessive. Yes. We may not agree on the finer points, but I can't let it go on any longer. Not like this. My father, he always used to say, Cynthia, your brain has its own mouth, and all it does is devour books. I was insatiable. I learned to see data where no one had ever thought to look. But I never thought it would consume me, strip me of my accolades, that it would affect my son. Mm-hmm. I can't keep doing this. That second mouth in my head, it just keeps eating. It will never stop. I know how that sounds. Okay. Da ist wieder die Rakete. Das scheint also irgendein Spielzeug von uns gewesen zu sein. Engineering. Kann ich das nicht? Ich kann es nicht anwählen. Kann nichts machen. Ah, jetzt. Mom's seminal work. The one that solidified her reputation and reinvented the field of quantum engineering. The ability to harness dimensional shifts. Equations to predict fluctuations in time. Not just on the subatomic level. She was a genius. Feels like so long ago. Okay. Kann ich das nicht mitnehmen? Alter. Was geht hier ab? Ist das unsere Mutter, dieses Ding, was wir gerade gesehen haben? PC benutzen. Log-Einträge. Woche 1. Neuer Patient. Shane Newhart. 7 Jahre, männlich, begleitet von Mutter, Cynthia, klagt über Nachtängste mit komplexen Halluzinationen. Er gibt an, sich an jedes Detail zu erinnern. Mutter hat ihn ermutigt, die Ängste zu beschreiben, was er getan hat. Es geht um Ranken, Tentakeln und in erster Linie Zähne mit menschlichen Händen. Und einem Gesicht. Die Ranken wachsen aus dem Schatten und füllen den Raum aus. Sie winden sich und drücken ihn schließlich aufs Bett. Alles, was bleibt, ist ein enger und dunkler Tunnel, durch den ihn die Kreatur durch das Zimmer anstarrt. Er wiederum kann sich durch seine Lider sehen und das Gesicht kommt immer näher, aber seine Mom weckt ihn immer vor den Zähnen auf. Es zeigte sich extrem verstört und musste den Rest der Sitzung beruhigt werden. Ich kann nur eine Beziehung zu ihm aufbauen, wenn ich separate Sitzungen mit den beiden vereinbare. C. Anrufen und einen Termin für nächste Woche vereinbaren, um über Privatleben, schulische... Okay, weiter kann ich nicht runter machen. Woche 3. Shanes Hausarzt hat körperliche Ursachen seiner Nachtängste ausgeschlossen. Könnte eine Angststörung sein, enormer Druck in der Familie. Newhart S. könnte genetische prädisponiert sein. Heute hat er mir das Handy-Schachspiel gezeigt, das er in den Ferien spielt. Ein kluger Junge, der allerdings Hilfe hinsichtlich seines Selbstbewusstseins braucht. Cynthia hingegen bleibt eine Herausforderung. Sie hat alle meine Fragen zu S beantwortet, weigert sich aber, über sich selbst zu sprechen, sagt, ich würde sie nicht verstehen. Als ich sie bat, mir eine Chance zu geben, hatte sie eine dissoziative Episode, über die wir uns im Anschluss ausführlich unterhielten. Sie bezeichnete den Vorfall als durch die Augen von anderswo sehen. Wir brauchen nächste Woche einen Anschlusstermin. Ich habe sie überzeugt, sich als meine Patientin zu betrachten.
Alles klar. Okay. Die Tür hat sich geöffnet. Ich bin mal gespannt. Can anyone tell me how to access the space between dreams? How does one access the space between dreams? Okay. Was? Wo denn? Okay, ich kann nicht an der Seite. Ja, ist ja gut. Ich mache ja nichts. Ich gehe nur diesen Weg. Danke. Okay, hier kann ich mir was angucken. Wrong. The Door of Light. Excellent try, Gloria. However, while the roads of Agartha do traverse the vastness of time and space, the corridors between dreams are a separate sort of passageway. And the two only intersect in very rare places. Okay. Antwort, die Türen des Lichts. Es heißt, die sagenumwobenen Straßen Agathas führen durch Raum und Zeit. Okay. Alles klar. Wrong! Oh! Oh, okay. Haben wir hier noch was wir uns angucken können? Ja. Wrong. Okay, ist alles falsch, was hier steht. Antwort, die Türen des Universums, Wurmlöcher und Ereignishorizonte bieten die Möglichkeit, an unmögliche Orte zu gelangen. That's very cutting edge, Adam. And while the full answer to that is quite complex, that is still incorrect. Okay, haben wir noch einen? Nein. Okay, es ist alles falsch, alles falsch. Es gibt nur ein richtiges. Anscheinend. Und das ist auch, oh Gott. What a distinctive answer, Rupert. That is an interesting theological paradox. But it is wrong. Okay. Antwort, die Tore des Himmels. Gott hat die Schlüssel für die Türen des gesamten Universums und Kraft seiner Gnade dürfen wir sie betreten. Alter, I have seen God and it's terrible. I have seen God and it's terrible. Okay, das steht überall. Ich habe Gott gesehen und es war furchtbar. Okay. Okay, da leuchtet's rot. Oh, richtig. Correct. Very good. The answer is the dreaming ones. The dreaming ones were, the dreaming ones are, the dreaming ones shall be. Not in the spaces we know, but between. They walk serene and primal, undimensioned and to us unseen. They can teach us deep knowledge, secrets past the skin of eternity. Okay, Antwort, die Träumenden. Die Träumenden waren, die Träumer sind und die Träumer werden sein. Nicht in den Welträumen, die wir kennen, sondern dazwischen. Okay. Die Träumer sind es also. Was? Okay. Alter! Researching. I've been accused of isolating myself. I merely am who I am and have always been an isolate. Isolated by knowledge. Imagine discovering a dictionary of new words to describe the universe. Words that no one else could ever know. The promise of limitless knowledge to an insatiable mind. Is it any surprise I struggle with domesticity? But I had to make a choice. I'm sealing it away. I have to try. Shane is my universe. Okay. Wandering. Ach so. Wandering in time. Started, she tried for a while. We were really close the summer she left her tenure. But I could tell she was restless. Wouldn't stop writing. She'd snap at the smallest things. The book sold really well, though. Popular with the pseudoscience crowd. Okay. Ach, das, da ist sie, unsere Mutter. Hübsch. Alles klar. Okay. So, hier haben wir nochmal Einträge. Die wollen wir uns natürlich nochmal ansehen.
Ach, okay, Woche 14 ist dazu gekommen. Zustand der Patientin ist immer noch instabil. Sie entzieht sich den akustischen Halluzinationen, indem sie sich im Keller einsperrt. Symptome waren schwach genug, um die heutige Sitzung zu ermöglichen. Offenbar hat sie sich die Haare in einem Waschtrog im Keller gewaschen, schafft es sich in die dissoziativen Phasen von Shane zu kümmern. C ist heute zweimal in sinnwidriges Geschwätz abgedriftet. Sie gibt vor, sie habe angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung ihres neuen Buchs viel um die Ohren und sei deshalb nicht besorgt. Nicht meine erste derartige Patientin, aber aus irgendeinem Grund fühle ich mich in ihrem Fall überfordert. Ich überlege, sie an einen Kollegen zu überweisen. Bis dahin habe ich die Dosierung erhöht. Shane macht sich unter der Obhut seines Schulpsychologen offenbar gut. Ich bin sicher, er freut sich, dass er den Donnerstagnachmittag wieder für sich hat. Okay. Ich habe so das Gefühl, wir gehen jetzt hier hin und her und es wird immer komischer. Okay. Da ist der Altar aus dem Keller. Das Buch. Öffnen, okay. Once you open the book, it's already too late. It's always too late. Kontrollpunkt erreicht. Orochi contacted me this week. They've approached me several times in my career. They knew more about the Red Planet. Twins. They suspected a great many other things, but they kept their cards close to their chest. As did I. Shane saw inside the book. Just a glance, and it was enough. They can never know. It would do anything to pull him into their fold. And that's why, Doctor, if I found out that Orochi approached you, and you told them what I've said, you'll find out just how dedicated a mother I am. Now, were you curious about the dreaming ones? Okay, die Mutter hat so gesprochen wie die Hexe. Huch, da hat es gerade ein bisschen gezappelt. Spaces between the walls of sleep. Ich möchte das gerne greifen. Hallo? Tu es, Spiel. Tu es. Du möchtest es doch auch. Then she was gone. I don't want to remember her like this. Okay. What lies on the other side of dreams? Where do through and space meet? A thought and space meet. Space between the walls of sleep. Ja, ja, okay. Ja, aknack, nack, nack und so. So, Woche 31. Es ist nun schon einige Wochen her, seit ich Cynthia an einen erfahrenen Kollegen überwiesen habe. Mir geht unsere letzte Sitzung einfach nicht aus dem Kopf, obwohl ich nur wenige Notizen habe, Notizen habe und die Details zunehmend verschwimmen. Irgendwas nagt seitdem an meinem Unterbewusstsein, eine tief empfundene Furcht, die ich nicht abstreifen kann. Ich schrecke nach wenigen Minuten auf und finde überhaupt keinen Schlaf mehr. Ich weiß, etwas beobachtet mich. Ich sehe es aus dem Augenwinkel flackern. Es windet sich in den Pausen zwischen den Sekunden. Es denkt, ich sehe es nicht, aber meine Träume werden mich verraten. Ich werde meine Praxis schließen müssen, bis ich weiß, was es will. Okay, es werden alle irgendwie verrückt, die damit in Kontakt kommen oder mit Cynthia. Oder mit dem Schmutz oder was auch immer. Okay, das sieht aus wie die... Okay. Nein, 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 von allen Seiten. Okay, ich laufe. Ich laufe. Ich werde laufen. Ich werde laufen. Ich denke, das ist das Beste. Hier sind überall die Viecher. Das sieht voll, eigentlich voll schön aus. Wie so Drachen. Okay, ich weiß nicht, da muss ich lang, glaube ich. Es ist auf jeden Fall die Marsoberfläche. Ja,
Why are you doing this? Oh. Muss ich gegen dich kämpfen? Bitte nicht. They cannot awaken. The moons bend above us. It is all but a brilliant equation. Please, I need you to help me. I thought I am. I was. I will. God damn it, who are you? Shane. I'm sorry, Shane. I've made so many mistakes. You were never supposed to be here. Mom? Why are you... How did you get here? My curiosity led me here. The pages of the Necronomicon revealed a mathematics I had never encountered, and a pathway to the dream world. I didn't know that once I made the choice, I could never return. The decision has weighed on me ever since. Weighed on you? Do you have any idea what that did to us? To Dad? When you left, it broke him. We searched for you for years. Shane, please, listen. Has it been you this whole time? In the base, haunting the crew? Driving us crazy with these nightmares? Stop! The struggle tears at my soul. It takes every ounce of concentration I have to remain here. I need your help, son. We must act quickly. When the ship passed between the moons, the twin dreamers were disturbed in their slumber. All the chaos you've witnessed, the filth, that creeping horror is only a fraction of the destruction that it can bring. If they corrupt the engine, the moons of Mars, the dreaming ones will awaken, and they will devour all of reality. You left me. You left us for a delusion. What the fuck do you care about reality? Reality is where my son lives. What do I need to do? Find the Gaia engine. I will help you do what must be done. Help me, Shane. Help me undo what has been set in motion. Please don't leave again. Don't worry. We'll solve this together. Okay, ihr habt das ja auch gesehen, ne? Diese Frau, meine Mutter, also die Mutter von Shane, wurde zu dieser Frau und so. Ich habe ja die ganze Zeit vermutet, also irgendwie sind die zusammen. Ich weiß nur nicht, ob das die ein und dieselbe Person ist. Oder ob die nur in der lebt oder so. Wie in uns allen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Oh, guck mal, fang da, Scha, Kü und keine Ahnung was. Tja, aber welches drücke ich jetzt? Fangascha? Schnüpfne? Gissene? Oder Gna? Gnei. Ich drück mal Gnei. Wahrscheinlich ist es total egal, was ich drücke. Zur Absturzstelle der Kyrano gehen. Mit dem Mykrat fahren. Okay. Ich bin also irgendwie hier wieder zurückgekommen. Das Oh, shit! Shane? Declan! Sorry, I don't know what happened. There's so much more down there, Declan. Clones, mind control, the dreamers, the dreaming ones. Declan! We have to find the Gaia engine. It's the only thing holding them back. Everything. The filth, the nightmares, my hallucinations. They're connected. We need to find the engine. Okay. Shane, slow down. We're inside. You need to get here as soon as possible. Hell if I'm staying here. We have to find it. Okay. We'll find this machine. Because as much as I don't have any idea what you're talking about, it makes more fucking sense than anything else that's happened today. Okay. Wir sind also wieder oben auf der Basis.
irgendwie sind wir hier hochgekommen. Und es gibt auch nur einen Weg, den wir gehen können anscheinend. Und den gehen wir dann auch. Es ist sehr dunkel. Ich hoffe, man kann ein bisschen was sehen. Ach, ich kann ja ein bisschen Licht anmachen, ne? Dann geht's, denke ich mal. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, hier geht's weiter. Okay, das ist rot. Hier kann ich also nicht raus. Wo muss ich denn hin? Ich muss aber hier irgendwo raus. Okay. Hä? Hm. Den Mykrat fahren. Bäh, hier ist alles total zugeschleimt. Also die Basis, die können wir eigentlich aufgeben, ne? Ich denke mal, das hat sich erledigt. Ach, hier. Okay. Gar nicht so weit. Ich bin zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen. So, Ausrüstung. Setzen uns schön den Helm auf, ne? Oh. So, und tun uns noch ein bisschen Luft rein. Die 3%. So. Bitte warten, Atmosphäre wird gewechselt. Alles klar. Dann mal raus hier. Eieieiei. Ganz schön abgefahren, das Spiel. Echt abgefahren. Ich bin jetzt echt gespannt, wie das alles endet. Und was hier jetzt noch passiert. Einsteigen. Maschine starten. Jetzt bin ich mal gespannt, ey. Absturzstelle der Kyrano, wie es da aussieht. Eieieiei. Ich frage mich halt, ob das alles wirklich Halluzinationen sind oder ob das wirklich, ob das irgendwie wirklich ist. Also was davon jetzt echt ist und was nicht. Von allem.